Möchte man bei GNOME eine Datei löschen, geht man wie folgt vor. Man klickt die Datei mit der rechten Maustaste an und es gibt die Funktion in den Müll verschieben. So landet die Datei vorerst im Mülleimer. Nun kann man den Müll leeren. Meint man, der Mülleimer ist nicht notwendig, kann man wie folgt vorgehen. Man klickt auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor, macht einen Doppelklick auf Apps, ein Doppelklick auf Nautilus, ein Klick auf Preferences und setzt ein Häkchen beim Schlüssel Enable Delete. Nun klickt man eine Datei mit der rechten Maustaste an, wenn man sie löschen will, und es gibt die Funktion in den Müll verschieben und die Funktion löschen. So gibt es keine Zwischenstation namens Mülleimer mehr.